Das Schönste an der Arbeit ist eigentlich, dass man auch was bewirkt, also dass viele Patienten sich dann wohler fühlen, gesunder werden. Diese Entwicklung vom Kranksein ins Gesundwerden. Also die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpfleger gliedert sich einmal in einen theoretischen und zum anderen einen praktischen Teil. Diese Aufteilung ist ungefähr 50-50. Der theoretische Teil wird absolviert in der Krankenpflegeschule im Hohwald und umfasst ganz, ganz viele Fachgebiete. Und alles, was die Schüler dort erlernt haben, bringen die dann in die Praxis ein. In der Ausbildung ist man in verschiedenen Bereichen eingeteilt. Zum einen die innere Medizin, die Chirurgie, Gynäkologie für die männlichen Schüler, dann auch die Urologie sehr wichtig. In der Reha wird man eingesetzt. Ja, das ist so die Bereiche, die man wirklich durchläuft. Ich lache viel bei der Arbeit. Also ich bin kein ernster Typ in der Hinsicht. Also ich sehe auch vieles gelassener als manch anderer. Und es kommt aber auch gut an. Also wenn ein Notfall reinkommt, ist es ja meistens so, dass welche mit dem Sanitätsauto reinkommen. Manche kommen von alleine, wenn die irgendwas haben. Je nachdem, wie es, ob es chirurgisch ist oder internistisch, werden die dann eingeteilt. Bei den chirurgischen Sachen ist es meistens entweder ein Röntgen oder ein CT. Es kann ja manchmal auch sein, dass die dann wirklich dementsprechend handeln müssen. Man muss wirklich die Ausdauer haben, dort mehrere Stunden am Tisch zu stehen, konzentriert zu sein, wirklich ein Team sein mit den Ärzten, die dort operieren. Genau, das ist schon respektvoll, die Arbeit. Der Beruf ist geeignet für alle, die wirklich gern mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung und die auch gern Hilfeleistung bringen. Es wird immer von dem Helfersyndrom gesprochen, also ein bisschen Helfersyndrom sollte die Person nach Möglichkeit haben, dass sie sagt, also sie kann an jeden Tag sagen, was sie gemacht hat, mit wem sie Hilfe geleistet hat. Das kann man sagen im Vergleich zu anderen Berufen, wo das nicht immer so erkennbar ist. Some gates never get open, 'cause it's too late. Also wir als Schüler sind ja schon eher mehr am Patienten. Wir haben ja schon einen Ehrenbezug beim Patienten, weil wir wirklich rundum alles machen. Und dann sieht man auch die Entwicklung, wie sie sich verbessern, ja. Also wir kriegen ja meistens von den Patienten, die gehen, ein Dankeschön. Und meistens auch in der Karte dabei, die werden dann ja auch meistens aufgehoben. Na, und dann freut man sich schon drüber. Es macht Spaß, man hat Freude, man hat jeden Tag, also jeder Tag ist anders als der davor. Es kommen immer wieder neue Menschen dazu. Ja, das macht wirklich Spaß. Oh, I won't let you down.